Hi Leute, mal wieder hier so ein bisschen was aus meinem Balkonstudio. Und ich möchte einiges zu dieser Weltsituation sagen. Weil die Situation, so wie es im Augenblick ist, die verunsichert ja sehr, 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 sehr viele Menschen. Ist einfach so. Und verunsichert mich ja persönlich auch. Und deshalb ist es aber auch unwahrscheinlich interessant, dieses Thema. Ausgehen möchte ich mal hier von dem Vergleich hier zum römischen Imperium in der Antike. Ne, da waren ja diese griechischen Staaten, die waren so ein Anhängsel hier von dem römischen Imperium. Ne, und sie konnten überleben innerhalb des römischen Imperiums. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Passt nicht hundertprozentig. Passt nicht hundertprozentig. Aber so ein bisschen vergleichen, hier passt das schon, hier USA, Europa. Ne? Hier die USA, irgendwie verstehen sich die USA ja als Nachfolger des römischen Imperiums. Ne? Bloß weltumspannt, nicht nur im Mittelmeerbereich. Und die europäischen Staaten hier werden verstanden in einer Art wie das Römische Reich die griechischen Staaten früher in der Antike behandelt hat. Jetzt haben wir hier China als Weltplayer. Man muss immer darauf sehen, dass China belächelt wurde mit seinem Wirtschaftswachstum. Was denke ich noch vor 20 Jahren? Was haben die alle belächelt? Ah, China, 10%, 20% Wachstum. Ne? Ja, okay, ich bin nicht rasiert. Ich bin heute nicht so gekommen. Ich bin endlich mal dazu gekommen, mein Bad richtig clean zu putzen. Mann, 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 Mann. Ich habe es auch bei der Hunde da. Ich muss mich auch um die Hunde bekümmern. Ne? Okay. Ne? Aber China, was wurde das belächelt? Ne? Und heute, auch wenn es die Medien noch nicht zugeben, aber China ist die Nummer 1 in der Welt. China treibt sein Seidenstraßenprojekt immer weiter fort. Nehmen wir bloß Griechenland. Was China haben wollte in Griechenland, hat es bekommen. Italien, was China haben wollte, hat es bekommen. Im Augenblick sind sie bei Spanien bei. Mal sehen, wer der nächste Staat in Europa ist. Und die Chinesen, die sind diskret, die kommen mit ihrer Kohle, die haben wir nun. Die Billionen von Dollar. Ne? Die sagen gar nicht hier, oh, hier. Ne? Okay, der Preis ist da. Kaufen wir, nehmen wir, übernehmen wir. Ne? Selbst in Deutschland haben sie schon vieles, vieles, vieles übernommen. Und was im Augenblick hier noch völlig unterschätzt wird aus meiner Sicht, hier aus europäischer Sicht, ja, hier die Straßen hier. Klar, Balkonstudio ist mir ein bisschen lauter und auch im Pool ist auch ein bisschen laut. Da sind zwei Leute drin, aber die machen Krach wie tausend Russen. Entschuldigung, Russen, ich wollte euch nicht hier diffamieren, aber sagt man so in Deutsch. So, und diese zentralasiatischen Staaten, ne? Wie Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisien, Kasachstan, Tadschikistan, ich hoffe, ich habe hier keinen vergessen. Die haben im Augenblick Wirtschaftswachstum von 6 bis 10%. Wird völlig außer Acht gelassen. In Europa lächelt man noch drüber, wie man über das Wirtschaftswachstum von China gelächelt hat. Das finde ich erbärmlich, was in Europa da passiert. Zumindest politisch, in dieser Hinsicht, wirtschaftspolitisch. Sicher, diese Rheinschiene, ne, von Holland bis Schweiz, die wird auch in der Zukunft immer Bedeutung haben. Ne? Aber was ist mit dem Rest von Europa? Ne? Geht der Rest von Europa in der Zukunft in erbärmliche Armut über? Denn wenn wir das hier vernachlässigen, wenn wir dieses wirtschaftspolitische vernachlässigen, was da im Augenblick in Asien da vor sich geht, ne? Hallo? Wir riskieren doch, dass unsere Enkelkinder noch eher die Schuhputze der Asiaten werden.
Von der Warte her bin ich ja immer noch die Patriot von Europa, ne? Und werde ich auch immer bleiben. Aber ich kann mir da deswegen nicht einverstanden erklären, mit dieser Politik, die teilweise gemacht wird, ne? Hier Wirtschaftspolitik, ne? Denn die Asiaten kommen und die kommen. Und was soll aus der Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder werden? Dieses chinesische Seidenstraßenprojekt hat er ganz groß und offen. Machen sie da kein Hehl draus, ne? Duisburg als Europas größter Binnenhafen ist das Zielobjekt. Und das nicht ohne Grund. Die westliche Welt sagt im Augenblick Umweltschutz und dies und das und jenes, ne? Hier. Und die Chinesen sagen, hallo, wo habt ihr eure Wirtschaftskraft her? Wo habt ihr den Lebensstandard für die Menschen her? Ihr habt in der Vergangenheit auf Umweltschutz geschissen. Klar, wir wollen auch so stark werden wie ihr. Aber wir müssen im Augenblick Umweltschutz teilweise hinten ranstellen. Das wird wieder anders werden. So sprechen ja die Chinesen, ne? Aber erstmal müssen wir vorwärts kommen. Und das sieht man ja auch teilweise an den Art und Weise, was in China vorgeht. Ne? Nehmen wir nun mal die Gewerkschaften. Ne? Die Kraft der Gewerkschaften in Europa nimmt die ab. Nehmen wir bloß Deutschlands Projekt. Abgesehen jetzt von hier der GDL. Ne? Das ist ja eine absolute Ausnahme hier in Deutschland. Ne? Hier. Aber ansonsten, nach Rot-Grün, hier ist ja alles hier bergab gegangen mit den Gewerkschaften. Aber in China, die Gewerkschaften nehmen zu. Und die Gewerkschaften, da hat auch selbst die CDF mal einen Bericht drüber gebracht und Dokumentation, die haben Kampfkraft. Gut, die Regierung reguliert, ne? Aber der Lebensstandard steigt. Und das chinesische Projekt hier von der Wirtschaftsentwicklung hat über 300 Millionen, wahrscheinlich jetzt über 400 Millionen Menschen aus der bittersten Armut herausgeholt. Wo gibt es etwas Vergleichbares in der Welt? Es gibt nichts Vergleichbares. Auch wenn wir gucken, angesichts der massiven Abholzung der Wälder, ne, überall in der Welt werden die Wälder massiv abgeholzt. Und die Wälder, die sind ja dafür verantwortlich, dass CO2 in Sauerstoff umgewandelt wird. Die Wälder sind diejenigen. Und China, soweit ich es mitbekommen habe, hat China riesige Aufforstungsprogramme. Kein anderes Land hat solche großen Aufforstungsprogramme wie China. Da bin ich mir total baff. Wenn immer einerseits den Chinesen das und das nachgesagt wird, ne? Aber andererseits, die Chinesen forsten auf ganz, ganz massiv. Und wir dürfen nichts vergessen, ne? Die Türkei, die hat eine Scharnierfunktion zwischen Asien und Europa. Und die Bedeutung der Türkei durch diese Scharnierfunktion wird in der Zukunft wachsen. Die Türkei hat eine richtig große Zukunft. Und das wird in Europa vergessen. Europa braucht die Türkei. Wir haben jetzt schon Istanbul, diesen großen, großen Flughafen. Wir haben hier im Kaukasus hoch Autobahnen, Eisenbahnen, Pipelines. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Und Türkei ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem chinesischen Seidenstraßenprojekt. Letztendlich ist ja so, die chinesische Politik geht ja davon aus, der eurasische Kontinent, der kann alleine existieren. Aber der amerikanische Kontinent, der kann nicht alleine existieren. Der amerikanische Kontinent kann den Lebensstandard, der jetzt in Amerika, Nordamerika, USA, Kanada ist, nicht halten ohne den Rest der Welt. Und letztendlich, im Augenblick kommen, ich tue mir immer schwer, ich will mich da mal so politisch nicht so doll reinhängen, ne? Weil es auch eine
politischer Discount ist. Ne? Es kommen immer mehr Familien mit Kindern aus Deutschland hierher. Man könnte sagen, die flüchten. Will ich jetzt nicht sagen, dann könnte mich wahrscheinlich sehr, sehr stark politisch angreifen. Nur diese Kinder, aus meiner Sicht, haben hier eine hervorragende Zukunft. Sie wachsen hier mehrsprachig aus. Sie werden hier gut ausgebildet. Denn das Ausbildungssystem, ich denke nur dran, 2018 im internationalen Ranking mit den modernsten Anwendungen in der Medizin, Türkei war auf Platz 1 in der Welt. Viele, viele hier sagen, ey, Türkei, ja, ja. Die haben alles verschlafen, die haben verschlafen, dass China Nummer 1 in der Welt geworden ist. Und jetzt verschlafen sie die Entwicklung in der Türkei. Und viele, viele, viele in Europa begreifen das nicht, was sie alles verschlafen. Ne? Und die Kinder, die hier, das ist meine persönliche Meinung, ne? Die hier aufwachsen, zweisprachig und mit guter türkischer Ausbildung, ne? Die haben eine hervorragende Zukunft, persönlich in ihrer Laufbahn und in der Berufstätigkeit. Ich denke mal, das ist einfach so, weil Türkei ist nicht einfach nur ein Tigerstaat, wie Thailand und Korea und so genannt werden, Singapur und so, ne? Nein, mit der Türkei als Wirtschaftsfaktor, als Wirtschaftsstandort wird Europa und Asien in Zukunft rechnen müssen. Das ist deswegen, liebe Leute, viele, viele, viele kommen auf mich zu und sagen, oh, kannst du mal nicht das machen, kannst du mal nicht das machen. Aber es kommen viele, viele Familien mit Kindern auf mich zu, die vorhaben, hier rüber zu siedeln oder die schon rübergesiedelt sind und nur Hilfe brauchen. Ne? Ich habe eigentlich kein Interesse an Kohle, an Geld und so. Interessiert mich alles nicht. Wenn jetzt ich Menschen helfe, ne? Und meine Zeit opfere, weil Zeit ist begrenzt, sehr begrenzt, dann wirklich hier Familie mit Kindern. Ich komme aus einer großen Familie mit Kindern. Ich habe selber vier Kinder großgezogen und ich weiß, was es bedeutet für Familien mit Kindern. Und deswegen nicht böse sein, ne, wenn ich keine Zeit für diesen oder jenen oder anderen habe. Ne, hier. Kinder sind die Zukunft. Kinder sind die Zukunft der Welt und die brauchen unsere Aufmerksamkeit. Ach Leute, ich hoffe, dass ich auf Verständnis stoße mit meinen Ansichten und ich hoffe, dass ich nicht jetzt geblockt werde wegen meinen Ansichten von YouTube oder anderen. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und ein auf die Glocke hauen. Bis zum nächsten Mal.